So, wie steht's denn in Was ist das denn? Okay, interessanter Move. Was machst du denn bitte? Jetzt hat man gedacht, das ist so eine langweilige Etappe, da muss man noch mal was machen. Okay, das finde ich jetzt mal interessant. Das finde ich jetzt tatsächlich mal interessant. Almeida findet das auch interessant. Und Mats Pedersen auch. Ja, schauen wir Bist du mal. genervt davon oder ist es okay, wenn ich mir so einen Spaß erlaube? Weil dann Nö. lasse ich mich gleich zurückfallen, wenn du jetzt sagst, das ist doof. Nee, das kannst du schon machen. Ich kann ja reagieren und einfach das Loch zufahren, wenn es mir nicht passt. Ja, eben, deshalb, ich meine, komme ich ja eh nicht durch, es wäre lächerlich. Aber ich werde dann Teufel tun. Ich bin Gesamtvierter. Das müssen die muss der Zweite und Dritte eine Gesamtwertung machen. Du bist für mich eh nicht mehr erreichbar. Von daher ist es mir völlig wurscht. Wegen mir kannst du mit 10 Minuten Vorsprung ankommen. Das müssen die Das anderen Tempo im lösen. Feld hoch. Das ist jetzt eine geile Situation. Oh Gott. Ich habe mir nur gedacht, ich wollte eigentlich nur Van Emden schicken und dann ist Roglic so halb mitgefahren und dachte mir so, why not? Ja, vor allem am Anfang war gleich dieser Berg, gell? Ja, Ich habe genau. Und auch Van kurz Emden war halt. gezuckt. Ich hatte Evenepoel und Cataneo vorne. Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, ich kann es nicht Cataneo schicken bei der Etappe. Es macht keinen Sinn. Und dann fährst du mit Roglic. 2 Minuten sind es gleich. Bis jetzt reagieren die noch nicht wirklich. Ja, doch schon, der Aliotti, der haut sich da ganz schön rein. Geil. Mit Van Emden halt auch einen guten Helfer dabei. Von eben noch einen guten Helfer dabei, ja. Genau, Van Emden hat den guten Helfer. Ja, also ich meine, Ineos und UAE zum Beispiel, die flippen jetzt noch nicht aus. Die sind schon ganz anders ausgeflippt auf anderen Etappen. Die Zeit steigt noch. Ja, aber Bora flippt aus. Bora gefällt das gar nicht, weil Ja. Bora ja mit Vlasov wahrscheinlich noch die Hoffnung hat, dass sie hier gewinnen. Ich Der weiß hat ja nur nicht, die 19, flippen doch 19 nicht. Minuten 50. Die flippen doch nicht aus. Der Aliotti fährt Und doch jetzt doch, nicht schau so mal, schnell. das ist ja 50 km/h auf der Ebene langsam fahren die jetzt auch nicht. Leicht abschüssig und die fahren 47. Der Roglic arbeitet überhaupt nicht mit. Natürlich nicht. Das ist eine Frechheit. Der holt Flaschen für den Van Emden. So schaut's aus. Das ist Teamgeist bei Jumbo-Visma. Stark, 2 Minuten ist schon. Da bleibt es aber jetzt stehen, so wie es aussieht. Ja, es ist auf jeden Fall immer wieder was los. Von wegen langweilige Etappe. Können trotzdem mal zwei machen, wenn du willst. Hinten belauern sich jetzt die Teams und jeder sagt, du musst fahren, plötzlich 30 Minuten Vorsprung. Man Mir tut weiß es ja nie, was leid für passiert. diese Aus. Mir tut es leid für alle, die jetzt stürzen. Weil Wieso? der Rubio, der kommt natürlich nie wieder hin. Jetzt ist ja klar, das Feld macht so viel Tempo. Gut, das ist doch wurscht. Gut wäre halt jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Almeida stürzen würde. Ja, hinten fährt halt jetzt nur
Nur Aliotti die ganze Zeit. Und der fährt nicht so schnell. Also ich sehe es ja am Puls. Das ist jetzt nicht wirklich so, dass der richtig Gras gibt. Das gab es schon schlimmer. Sonst würde euer Abstand auch nicht gleich bleiben oder sogar leicht steigen. Und der fährt jetzt so, dass der Abstand nur leicht steigt. Und dann steigen irgendwann die Sprinter-Teams ein. Aber Ineos und UAE bleiben da richtig cool. Das hätte ich nicht gedacht. Ist nur Aliotti in der Führung. Ich muss jetzt echt bei der nächsten Etappe mal wieder die Grafik hochstellen. Ich sehe gar nichts. Bei mir ist nur Wiese links und rechts. Ja, ich habe es auf Mittel, aber ich denke, das ist auch gut so. So, jetzt wird Aliotti mal abgelöst von Sütterlin. Und Roglic ist ein guter Teamkollege, der holt jetzt Wasser für den Van Emden. Stark. Das Dreiste ist ja, dass du dir jetzt auch einfach noch die Sprintwertung holst. Und damit führst du dann wieder in der Sprintwertung. Das, nebenbei holt sich der Banause jetzt die Sprintwertung. Schaut euch das mal an. Naja, die gewinnst du eh am Ende. Das brauche ich ja gar nicht mehr Naja, mit. so genau ist das nicht, weil das Zeitfahren ist natürlich auch ein Evenepoel-Zeitfahren irgendwo. Ja, aber da gibt es nicht so viele Punkte und es kommen noch die Bergetappen und es kommt noch das Sprintding am Ende. Im Normalfall machst du das schon. Ich werde ja mit Evenepoel jetzt irgendwas Verrücktes machen bei irgendeiner Bergetappe. Es bringt ja jetzt nichts, da gemütlich ins Ziel zu fahren mit den anderen. Die hänge ich ja sonst nicht mehr ab. Immer noch 2 Minuten, das ist echt geil. Vor allem, ich würde mich interessieren, was die Teamchefs jetzt von den Leuten in der Spitzengruppe sagen. So, es macht irgendwie keinen Sinn, dass wir jetzt wie vorne sind. Petersen ist Vierter in der Sprintwertung als bester Nicht-Klassementfahrer. Und jetzt fährt hinten immer noch Sütterlin. Also vorher nur Aleotti, jetzt nur Sütterlin. Jetzt lässt sich Roglic zurückfallen. Und sofort hören sie hinten auf, nachzufahren. Geil. Hast du jetzt gesehen, wie die gleich aus der Führung raus sind? Geil. Aber jetzt fahren sie wieder. Jetzt fahren sie für Trek. Alter, wie schnell bist denn du da jetzt rausgefahren? Aus dem Feld. Ist ja krass. Da werden wieder Kräfte verpulvert bei Jumbo. Ja, es hilft dir nichts. Nee. Wegen mir können wir mal 4 machen. Für einen gewissen Zeitpunkt. Was hat's trotzdem gemacht? Ja, das ist doch die Hauptsache. Roglic hat 12 Punkte geholt, steht jetzt 7 Punkte wieder vor Evenepoel in der Sprintwertung. Da gönnt dem Evenepoel nichts. Oh, Tempo wieder raus hinten. Oh, Vorsprung. Oh, ihr Jetzt kommt fahren. vielleicht durch. Ja, ich Ihr hab's mir auch kommt schon durch. gedacht. Ihr kommt durch. Ich komme nicht Krass. durch, ich bin nicht mehr vorn. Ja, aber wo ist Van Empen? Ich habe ihn zurückfallen lassen. Nein. Ja, weil ich dachte, wir kommen eh nicht durch. Nicht dein Ernst. Ja. Ich dachte, du hast nur Roglic und Affini zurückfallen Nee, lassen. aber in dem Moment, in dem ich Van Emden zurückfallen habe lassen, in dem Moment ist das Feld aufgehört. Ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist krass. Das habe ich jetzt nicht erwartet.
Das ist ja richtig krass. Die kommen jetzt mit richtig fetten Vorsprung an. Was meinst du, das Zeitlimit? Weiß ich nicht, so egal. Naja, was ist, wenn wir alle aus dem Zeitlimit fliegen, außer die vier? Nein, wir haben 10 Minuten Rückstand. Das passiert ja jetzt nicht. Aber ist es auf flache Etappen nicht nur 25 Minuten oder so? Ja, das kann schon sein, aber so weit wird es ja nicht kommen. Ich fahre gerade mit Einsatz 10. Schön vorne durch den Kreisel durch. Geil. Das ist ja Wahnsinn. Ey, wollen wir mal was Verrücktes machen? Was? Pass auf, ich schlage jetzt was vor. Ich mach mal eins. Ja. Mach mal du auch mal eins. Was machst du jetzt? Oh Gott. Ich fahr mit 10 Einsatzführung von vorne, mit 10 Okay. Einsatz. Ja, ich auch. Okay. Wir könnten beide gleichzeitig mit all unseren Fahrern angreifen. Dann wären wir zu 16 vorne. Sehe ich das richtig? Ja. Und dann Sollen fahren wir wir das machen? alle. Aber da müssten wir quasi, warte, da musst du pausieren jetzt. Kannst du pausieren, damit wir Ja. den Attacke-Balken auch auf diesen aggressiven Attacke-Modus stellen? Ja, okay, warte. Lass uns noch warten Und so. bis 40 vor Ziel. Und dann fahren wir zu 8, zu 16 vorne richtig, also ich weiß nicht, 91 Einsatz und durch die Führung gehen. Ja, okay. Und dann müssen die uns ja erstmal wieder einholen. Ja, genau, aber das geht nur, wenn wir mit der aggressiven Attacke attackieren, weißt Genau. Richtig aggressive Attacke und dann 91 durch die Führung gehen, sobald eine Lücke da ist. Und du? dann weiß ich nicht, ob die uns einholen. Ja. Ja. Das machen wir jetzt Aber auch ich mal. glaube, wir Bei müssen das bald machen, weil ich bin mir nicht sicher über das Zeitlimit. Wir haben jetzt schon 22 ja, nee, Minuten Rückstand. lass 40 vor Ziel, mache ich Pause und dann machen wir das. Wir sind doch jetzt schon. Nee, wir haben noch 45. Es darf nicht so lang sein bis zum Ziel, weißt du, ich meine? Was passiert jetzt? Jetzt hast du aufgehört zu fahren? Nee, okay, passt wieder. So, dass wir ungefähr nebeneinander sind. So, ich mache jetzt mal Pause. So, wollen wir Ja. das jetzt machen? Okay, ja. Warte, ich muss Also, aber erst attackieren. ja, ich stell jetzt schon auf 91 und abwechselnde Führungsarbeit. Und jetzt gleich drücke ich dann auch Nee, mach, Attacke. ja genau, mach 91 und jetzt drücke ich bei jedem aber auf Attacke mit dem, okay, Nee, aber ich mach bin ready. 91 und abwechselnde Ja. Führungsarbeit. Und dann drückst Ich du bin, Attacke ja, habe ich gemacht. und den Los, ab jetzt. aggressiven Einsatz. So, und jetzt drücke ich Jetzt wieder geht's weiter, ab. okay? Ja, los. Und Aber go. nur mal eins. Ja. So, jetzt geht's los. Okay. So, warte kurz, ich mache wieder Pause. Und jetzt abwechselnde Führungsarbeit, aber lass 91 oder mach Die holen 95 uns jetzt am Anfang, nie dass wir weg. wieder ein. Die holen uns Okay, nie wieder los, ein. auf geht's. So, 91 Okay. abwechselnde Führungsarbeit. Mit allen Ja, Mann. Und los. los, auf geht's. So, Cataneo ganz vorne, der gibt gleich mal Vollgas. Muss 95 machen, mach 95. Okay. Die 95. kommen ran, die kommen ran. Was? Die sind schon wieder da? Ja. Hä? Wie ist denn das jetzt passiert? Ich dachte, das ist eine geile Idee. Wieso sind die schon wieder da? Ja, die regieren da sofort. Ich dachte, wir sind so langsam. Wenn wir jetzt attackieren. Schade. Ich dachte, das ist mega die geile Idee. Das war ja voll der Reinfall. Ja, war ein guter Versuch, aber. Es wäre auch lame, wenn es funktionieren würde, aber ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass das funktioniert. Dass wir da so 20 Sekunden Vorsprung haben und dann fahren wir da zu 16 durch die Führung. Und ich sehe uns nie wieder. Sind die einfach alle nachgefahren? Ich glaube, es hackt. Naja. Du fährst gleich weiter Tempo oder was? Oh, ich dachte, das ist eine mega Idee. Ich dachte gerade richtig, das geht jetzt voll ab.
Stell dir vor, das würde gehen, dann würden wir das einfach auf jeder Flachetappe immer. Das wäre brutal. Ja, dann kannst du ja nicht mehr spielen. Na. Hätte die KI gar keine Chance mehr. Aber wir sind jetzt immer noch. Ja, acht. Oh, das Feld hat zerrissen. Ja. Wieso hat er jetzt. Ach so, doch, jetzt. Dachte gerade, der hätte dem nichts zu tun. Ja, die Sprinterteams sind jetzt auch eingestiegen. Ja, das ist jetzt natürlich spannend, weil da sind jetzt bestimmt ein paar hinten. Zum Beispiel Lennart Kemna auf Platz 11 ist wieder hinten. So, mein Train is ready. Leider geht es nicht mehr um den Etappensieg. Das ist also eigentlich jetzt hier luschig, aber egal. Was haben wir denn aus dieser Etappe gemacht? Ja, weiß ich auch nicht. Also wirklich. Schama Darimi. Aber was wir auf jeden Fall aus der Etappe gemacht haben, ist die Tatsache, dass die ganzen Sprinter Oh, da, die Bonne fahren ist schon jetzt um den Ankunft. Sieg. Ja, um Roter. 35 Minuten ist das Zeitlimit. Roter als Was auf jeden Fall passiert ist, ist, Philipp. dass das Feld halt gesplittet ankommt, wahrscheinlich, wenn wir jetzt das Tempo da durchhalten. Ja, halten wir. Ich zieh's durch. Ich zieh das jetzt easy durch. Hä? Aber die Zeit stimmt jetzt nicht, oder? Nee, okay. Da war gerade was ganz Komisches angeblendet. Wahrscheinlich, weil wir so weit zurückliegen, dass es der Computer nicht mehr rafft. So, es geht um was? Um Platz 5. Naja, gut, immerhin. Ja, da breche ich leider ein. Ja, ich auch. Aber Siebter. das Feld hat es noch gut zerlegt. Aber die werden alle gleiche Zeit kriegen, schätze ich mal. Ich versuche jetzt mit Bowman noch langsamer zu machen. Ja, die Ja, ich kommen, glaube, dass wir kriegen, alle werden gleiche alle Zeit gleiche kriegen. Zeit kriegen hier. Alle. Die werden Ja, alle die das gleiche ist Zeit kriegen. Komplett für den Arsch die Etappe für uns. scheiße. Ja. Da haben wir versagt. Aber wir haben trotzdem das Beste aus dieser langweiligen Ja, Flachetappe wir haben wirklich gemacht. hier einiges an Unterhaltung rausgenommen. 14 Minuten 37 Rückstand. Oh doch, es ist gerissen. Ab Eiking 15:43. Oh shit, Sepp Kast hat verloren, das wollte ich eigentlich nicht. Und Leisen hat aufgegeben. Rubio kommt mit 21 Minuten Rückstand innerhalb des Zeitlimits ins Ziel. Und Lorenzo Rota gewinnt die Etappe. Ist das nicht geil? Gesamtwertung nichts geändert. Sprintwertung führt jetzt tatsächlich Roglic. Das ist ja eine Frechheit.